Mein Bruder braucht einen kleinen Stuhl und ich dachte mir, ich kann ihm einfach mal einen kleinen Stuhl bauen. Ich habe schon etwas Holz eingekauft und zwar habe ich hier einmal dieses Vierkantholz geholt, das sind 40x40 mm. Allerdings ist es ja wirklich nur so ein winziger Kinderstuhl, da sind tatsächlich 40x40 etwas viel. Und ich habe jetzt einen Stuhl mir genommen, den wir schon hatten und den im Prinzip jetzt einmal in Fusion 360 einmal designt. Ich habe mir auch direkt da nochmal einen Plan gemacht, einen Zuschnittplan. Habe ich euch auch alles unten verlinkt. Könnt ihr dann gerne nochmal angucken, falls ihr das nachbauen wollt. Auf jeden Fall ist die jetzt eigentlich ein bisschen zu groß. Und in dem Originalstuhl wurden 20x40 mm Beine verwendet. Und ich dachte mir, das passt eigentlich ganz gut. Ich schneide einfach dieses Vierkantholz einfach einmal in der Mitte durch. Dann habe ich ungefähr 20x40. Dieses Holz hat tatsächlich um die 20 Euro gekostet. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht gekauft. Und zudem ist es auch etwas, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist etwas gebogen. Auch als Tipp, falls ihr Holz kauft, fragt lieber nach, ob ihr das Lager dürft und nehmt euch das Holz aus dem Lager, weil meistens sind da die guten Hölzer. Das zweite Holz, was ich geholt habe, ist diese Multiplex-Platte. Und ja, ich liebe Multiplex und ja, ich hole mir immer Multiplex aus dem Zuschnitt mit. Es ist einfach absolut genial. Das Ding hat jetzt hier 11 Euro gekostet, also 20 mm starke Multiplex-Platte. Jetzt schneide ich mir einfach meine ganzen Hölzer so zu, wie ich es in dem Plan habe. Jo, leider habe ich hier keine Kappsäge. Ich muss trotzdem erstmal das Holz einmal in die richtigen Längen ungefähr zusägen, bevor ich das auf die Tischkreissäge bekomme. Ich habe jetzt jedes Mal 2 cm zu viel angezeichnet, einfach, dass ich genügend Spielraum habe und dann die Schnittkanten nachher auf der Tischkreissäge noch einmal ordentlich nachschneiden kann. Okay, diese Kappsäge ist einfach scheiße, ich mache das mit der Hand. Wie gut, das ging eigentlich recht schnell. Okay, gut, jetzt schneide ich immer einmal die eine Kante rechtwinklig zu dem Rest ab. Und dann stelle ich mir das einmal auf die richtige Länge ein, die ich brauche, und schneide die andere Seite ab. Ja, genau, ihr solltet übrigens bei der Tischkreissäge immer darauf achten, dass ihr das hier wirklich mit dem Winkel rechtwinklig dazu ausrichtet, weil das meistens nicht so ganz präzise ist. Ich schleife jetzt die Hölzer ein bisschen ab, damit die ein bisschen besser aussehen, weil jetzt die ganzen Sägekanten sind doch etwas rau geworden und vor allen Dingen auch der ganze Schmutz von meinen Fingern, der jetzt da drauf ist. Eieiei. Also ich würde euch auf jeden Fall nicht empfehlen, das so zu machen. Eigentlich habe ich auch einen Bandschleifer. Aber der ist gerade ein bisschen in Reparatur bzw. im Umbau. Ja. Ich habe jetzt die Hölzer alle schön sauber. Ich habe jetzt irgendwie einen richtigen Fehler gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass ich das noch auf die Breite zuschneiden muss. Jetzt habe ich hier schon mit Mühe die ganzen Dinger reingeschnitten und alles angezeichnet. Und dabei war es nicht auf der richtigen Breite. Heißt, ich muss jetzt erst nochmal die Seite abschneiden. Ich habe jetzt vor, das doch auf der Kreissäge zu machen, einfach weil ich gar keinen Bock habe, das jetzt nochmal alles mit der Handsäge zu sägen. Dafür habe ich die jetzt einfach so weit hochgefahren, wie es geht, damit ich möglichst wenig von dieser Schräge drin habe. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kann ich da zumindest schon mal so 2 cm oder sowas davon von der Strecke halt schon mal vorsägen. Das ist dann ein bisschen einfacher mit der Handsäge, aber. Okay, ich habe jetzt die ganzen Teile fertig geschliffen, gemacht. Ich habe ja erst überlegt, die mit diesem Schraubensystem reinzuschrauben, also diese bisschen schräge reingeschraubte Schrauben,
Allerdings glaube ich, dass ich jetzt doch einfach die ganzen Sachen kleben werde. Okay, alles ist getrocknet. Ich mache das auseinander und dann klebe ich dann noch die anderen Zwischendinger rein. Okay, gut, das ist jetzt hier das Vorder- und das Hinterteil. Sind eigentlich ganz gut geworden, halten auch ziemlich erstaunlicherweise recht gut. Obwohl es nur geklebt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nochmal eine Schraube reinhaue von außen, aber ich glaube, ich lasse es dann einfach so. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Jetzt kommen hier erstmal noch diese anderen Pfosten auf jeden Fall, die das dann so zum richtigen Schulmann reinbringen. Okay, gut, das Stuhlgerüst ist jetzt im Prinzip fertig. Das ist eigentlich ganz gut geworden. Ich schreibe jetzt auf jeden Fall nochmal alles schön ab. Und vor allem da, wo der Holzkleber war, besonders. Denn wenn ich es nachher öle und dann noch Holzkleber ist, dann sieht man das an der Stelle noch. Deswegen soll der ganze Kleber möglichst schön weg. Und dann kann ich hier schon die Stuhlplatte machen. Okay, gut, ich habe das Ganze jetzt nochmal abgeschliffen und jetzt mit diesem tollen Leinsamenöl drüber geölt. Jetzt sieht das echt ganz schön aus. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn nicht, guckt euch diese Videos noch an. Würde uns sehr freuen. Und folgt uns natürlich auch auf Instagram. Da gibt's immer neuen Content.